auf dem Berg marschieren wir den Berg hinauf, immer auf. Die Blechbüchsen, wie Armee sind wir hier. Oh, hallo, meine lieben Freunde. Guck mal, ne? Wundert euch wahrscheinlich, was ich mache. Ne? Ich mache eine Verkehrsschau. Ja, ich habe jetzt geguckt, wer hier noch so in diesem Gemächern so verkehrt. Kleiner Scherz am Rande, auch so Nostradamus und mir. Verkehrt hier natürlich niemand. Aber was wir beide nicht so offen gewagt haben, ne, also dieser für seine kritische Betrachtungsweise bekannte Sender Borio TV, ne, hat sich mal die Verkehrsschau in Heiden so richtig vorgenommen, so richtig unter die Lupe genommen, ne? Journalismus so richtig reif für den Pulitzerpreis, ne? Und wie gesagt, wir hatten es ja nicht so offen gewagt, dass wir auch noch Bilder dazu bekommen, ne? Ich kann jetzt leider nur was dazu sagen, nicht den Link, den setze ich dann, das haben wir beiden jetzt ja hier auch gelehrt, nachher hier unten rein, ne? Guckt euch den Spaß mal an, ne? Ich hatte ja schon gesagt, ne? Augsburger Puppenkiste ist nichts dagegen, ne? Jim Knopf, der läuft von Neid rot an, ne? Wenn die in dem gelben Partybus losfahren für die Verkehrsschau. Ne? Guckt euch den Bericht mal an. Er fängt schon an, ne? So der Leiter vom Straßenverkehrsamt hat eine Karte vor sich liegen. Ne? Da sieht man Heiden aus Luftperspektive, ne? Und so die ganzen Orte drumherum auch. Ne? Das ist für eine Verkehrsschau natürlich klasse. Ne? Und dann guckt mal auf die Stellungnahmen, ne, vom obersten Saxophonspieler. Ne. Es gibt Bürger und Bürgerinnen, die sich an die Politik und Verwaltung wenden und auf Punkte hinweisen, die wir jetzt abfahren werden. Ja, ne, und der oberste Straßenwärter, ne, weist dann darauf hin, so, dass man so außerhalb geschlossener Ortschaften ja nur 100 fahren kann. Das sind also bahnbrechende Erkenntnisse. Ne? Dann sieht man da so ein paar Lokalpolitiker, die stehen dann so da, ne? So nach dem Motto, stehen hier im Nebel, ne? Sehen nichts, hören nichts, ne? Dürfen auch nichts sagen. Ja gut, sagen, durfte einer dann auch noch was, ne? Und der hat dann darauf hingewiesen, ne, wie gefährlich so die Situation für Linksabbieger ist. Ne? Hat dann auch natürlich sofort den Bogen zu den lokalen Gegebenheiten geschlagen, damit auch jeder weiß, welche Stellen er da meint. Ne? Und das wohl, also der Kreis, also Straßenverkehrsamt, also wohl also entgegenkommen signalisiert hat. Ne? Aber ne, der Landesbetrieb, ne, ist ja wohl nicht so. Zitat Ende. Ne? Ich kann das alles langsam nicht mehr in Worte fassen, was hier so abgeht. Ne? Also, Augsburger Puppenkiste, ihr bekommt Konkurrenz, zieht euch warm an. Ne? Hier sind so ein paar Typen unterwegs, die haben nicht mal Strippen an den Füßen, am Kopf und an den Armen. Ne? Die machen das so. Ne? Aus welchem Material die gestrickt sind, weiß ich nicht. Aber Augsburger Puppenkiste, ne? Ihr seid in Gefahr, da läuft euch jemand den Rang ab. Ne? Also, ne, wer auch immer mir zugeguckt hat, ne? Viel Spaß, ne? Und wem es nicht gefallen hat, ne? Ärger dich grün und schwarz, ne? Bis die Tage.